die News aus der Stadt in Regiezeiten Nirun. Inkopolis, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Und naja, wir sind wieder mal soweit. Es ist eine Sondermeldung eingetroffen. Es findet nämlich eine hochoffizielle Bekanntmachung statt. Ihr wisst schon, was das bedeutet. Oh doch, ein neues Flatfest, ganz genau. Und ja, was das Thema jetzt zwar schon, aber es ist ein interessantes Thema meiner Meinung nach, ausnahmsweise. Also, lass hören. Das Thema für dieses Wochenende ist nämlich das amtliche Thema des baldigen Splatfestes ist Auli, zickst du was? Ich mag Pizzas mit Ananas oder ohne Ananas. Und ja, das ist für mich ein schwieriges Thema, weil im Prinzip mag ich beides. Also hin und wieder mag ich es und hin und wieder nicht. Und ja, in dem Fall, ja, es ist schwierig, weil viele Leute mögen Pizzas auch ohne Ananas, also das mit Ananas gar nicht mögen. Ich persönlich denke aber, dass ich auf jeden Fall mit Ananas mag, weil hin und wieder mag ich sie. Es ist schon süß. Ananas ist geil, finde ich. Pizza Hawaii, ja, genau, mit ein bisschen Schinken und ein bisschen Käse. Und das ist super und ja, Pizza ist super, ja, da hast du schon recht, aber welche Balance ruiniert das mit Obst? Nein. Ananas passt. Na gut, und ja, wegen diesem Splatfest, da weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt an diesem Wochenende mache, weil das ist ja jetzt dieses Wochenende. Und ja, es wird schwierig zum Aufnehmen, weil ich habe am Samstag ziemlich viel vor, also kurz vor dem Splatfest, bevor es beginnt, triff ich mich mit Leuten von mir, weißt du, und das ist dann, ja, das bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das handhaben werde. Also, dass dann am Sonntag auch ein Splatoon-Video kommt, so wie üblich. Und ja, schauen wir mal. Ich werde mir da was überlegen. Vielleicht. Moment, kann jetzt nichts kaufen. Ich weiß, dass das Barrett noch nicht hat. Okay, in dem Fall schauen wir mal, welche Maps das wir heute haben. Also ihr habt es ja schon gesehen, eben nur so drüber geflogen. Camp Schützenfisch und Pinakoetik. Und das Ganze in Operation Goldfisch. Oho, okay. Da muss ich mich umrüsten. Weil so gerne ihr snipert, ich glaube, das ist heute nicht geeignet. Es ist ja Operation Goldfisch. Was ist aber geeignet? Irgendwas da, wo ich einfach herumlaufen kann und Schaden austeilen. Sowas. Soll ich mal meinen Platscher ausprobieren? Oder Doppelplatscher? Klotzer? Na, Klotzer kann ich nicht umgehen. Das wäre ein großes Problem für mein Team. Dann wäre ich ein großes Problem für mein Team. Das wäre nicht gut. Tentatec-Kleckser. Das konnte ich auch ausprobieren. Moment, wo ist der Unterschied zwischen Tentatec-Kleckser und Octo-Kleckser? Gibt's eigentlich einen? Na, gibt keinen Unterschied. Schau dir an. Nur der Style halt. Okay, in dem Fall, ja, eigentlich will ich eine Bombe haben. Eine Klecksbombe. Das wäre mir gerade am liebsten. Fernblaster. Wie viele Fernziele gibt's? Ja, es gibt Fernziele. Ja, wieso? Ich glaube, der Fernblaster SE? Ja, ist glaube ich eine gute Idee heute. Ausrüstung muss ich halt noch ein bisschen aufleveln. Wieso? Ein anderes Ding nehmen wir noch mit. Nämlich, ja, ein weißes Shirt. Warum nicht? Und ja, ein bisschen Zeug aufleveln, wie man so schön sagt. Zeug. Ach. Pong raussprechen. Ist schon was Schönes. Okay, aber ja, ich würde damit sagen, wir schauen in den ersten Kampf gleich mal an. Und ja, vielleicht wird's was Gutes, vielleicht nicht. Ich hab ich
Habe ich nebenbei ein bisschen gespielt? Ich glaube jetzt nicht. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ich nicht in der Nähe vom Aufsteigen bin. Das ist das gute Fragezeichen. Ich möchte ja eigentlich aufsteigen, aber manchmal ist es schwierig. Ja, die Lobby wird schwierig zum Gewinnen. Aber ich werde es versuchen. Der Kampf beginnt nämlich. Haha, okay. Was ist das nochmal? Ah ja. Richtig. Operation Goldfisch. Im Camp Schützenfisch. Okay, nice. Ja, na, das passt. Da werde ich mich einfach auf die eine Seite hinhocken und alle töten. Oh, mein Gegnerteam hat ist ein bisschen schwach heute. Kriegen wir halt noch einen Punkt. Hey, ich habe noch nie ein Team gesehen, das was gewinnen kann. Und das war schlecht. Oh mein Gott. In dem Fall ballern wir mal. Boom. Nicht so leicht. Na, probier das. Na, doch nicht. Schau dir an. Okay. Ah, come on. Ist doch nicht so schwierig. Ich sicher das Gebiet da und meine Kollegen. Ach Gott. Really? Okay, wenigstens habe ich es gesichert. Oh. Ah, dang. Ja gut, wir haben 4 Punkte. Also den Kampf, der ist einmal sicher gewonnen. Also wenn der nicht gewonnen ist, dann weiß ich nicht weiter. Ups, zu wenig Reichweite. Naja. Ah. Ja, sie wissen ja schon, dass sie nicht gewonnen haben, also. Ja, mei. Ist ein einfacher erster Kampf, den wir einfach mal so gewinnen. Das einzige Problem, was ich mit dem Kampf habe, ist natürlich, dass wir dafür nicht viel Punkte bekommen werden, weil, ja, ihr seht sie sehr. Gesichert. Und kannst du das einbringen? Sehr cool. Bye bye. Oh Gott, schon wieder. Ich habe wenigstens getötet. Ah. Jetzt bringen sie es aus, oder? Ja. Über Mitte. Ah, sehr gut. Ich wollte ihm gerade zuschauen, was er so macht, aber hat er gut gemacht. Aha, der da drüben feuert einfach. Mit zurückziehen müssen. Na, den kann man nicht da töten. Warum? Warum wehrt sich das gegnerische Team so gut? Das ehrt mich.
Ja, na, ist okay, ist okay. Ich probiere das gleich. Na, tu schnell. Okay, das war gut, der Tintentitan. Jetzt haben wir es wenigstens geschafft. Ach, schwacher Kampf. Ich hab schon Leute getötet, aber am Anfang da sind aber auch ein Schiff gegangen. Das gebe ich zu. Aber es war nicht, also 9-4, also da muss man wohl zufrieden sein. Hey, mein Team war nicht einmal gut. Die hat mir. Und 12 Punkte? Für das? Das war 3 gegen 4. Okay, sage ich nicht nein, sage ich nicht nein, ist gut, ist gut. Ja, 12 Punkte, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hab gedacht, dass wir jetzt nur einen Punkt kriegen, weil, ja, 3 gegen 4. Aber, ja, schauen wir gleich weiter. Und der Kampf Nummer 2 genauso. Im Camp Schützenfisch. Diesmal, glaube ich, nicht ein 3 gegen 4. Also, es schaut zumindest nicht so aus. Sehr gut. 4 gegen 4. Ein sehr gerechter Kampf. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was das Gegnerteam so hat. War da ein Sniper dabei? Weil auf Sniper muss man immer ein bisschen anders agieren, wie üblich. Ah, ich war schon wieder zu nah. Das ist ja Frechheit. Ich hasse die Barriere der Goldfischkanone. Habe ich das schon mal gesagt? Bringst du die noch? Oder wird das noch länger aufhält? Man weiß es nicht. Na, was du hast, ich geh da lang. Ich möchte da lang. Guck, was ich kann. Bring einfach mal Leid um. Soweit es geht. Oh. Okay, 27 Punkte, ist aber gut. Sie haben mich einfach nicht vorbeilassen, ist eine Frechheit. Ah, 4 Punkte. Ich will's einfach. Ah, Scheiße. Okay, jetzt haben wir das verloren. Unser ganzes Team ist gestorben bei der Aktion. Ja gut, aber 4 Punkte. Ich glaube, da müssten die Gegner schon ziemlich Gas geben, dass sie das noch schlagen. Oh, fuck. Hey, ich habe zwei Leute ordentlich beschäftigt. Ich glaube, das ist schon okay. So, jetzt bringen wir das Kino um. Danke. Sehr gut, sehr gut. Mein Team ist gut. Das zahlt sich aus. Das zahlt sich voll aus. Okay, wo gehen wir lang? Team? Passt. Das gibt's ja nicht. Oh, der ist tot. Holy shit. Gegnern zuschauen ist manchmal sehr, sehr interessant. Oho, Double Kill. Das war sweet. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach da lang und mache ein bisschen Chaos. Weil es kann.
Ah, ist verfehlt. Ich glaube, da ist gerade einer gesprengt worden. Ah, lol. Okay, schauen wir mal. Mein Team ist nämlich schon wieder vorne und ich sollte das Ganze unterstützen. Oh, fuck. Der wird gleich sprengt. Das sehe ich jetzt schon. Wie lebt der noch? What the? Ah. Scheiß Luna Blaster. Ja, er hat halt mehr DPS wie der Luna Blaster. Das ist halt leider so. DPS, Damage per Second. Ah, schönes Wort. Oh, da ist einer gesprengt worden. Ein Feind. Entschuldigung. Ah, probiert sie über Mitte. Entschuldigung. Mach mal auf Kontrolle. Was? Ich hab nicht gehört. Ich wollte jetzt ein One-for-One machen, aber. Okay. Von Gegner ist das zum Glück der letzte Push. Heißt, wir müssen nur noch töten oder seine Zeit auslaufen lassen. Den man genügend stallen. Oder ich killen einfach. Das geht auch. Ach, Fernblaster. Für die Map zahlt er sich einfach aus. Das ist so. Weil man einfach über das Ding drüber ballern kann und Leute umbringen. Deswegen habe ich einen ausgewählten Fernblaster. Und 9-8 ist zufrieden. Zufrieden. Was? 15-2? Hä? Wird der 15-2 gemacht? Wow, vom Kollegen bin ich sehr, sehr, what the fuck, 15-2? Ja, okay, was hat der da, dass der, den hätte ich jetzt gern zugeschaut. Eine Replay-Funktion braucht Splatoon auf jeden Fall, weil das ist manchmal interessant. Aber schauen wir mal weiter. Okay, Kampf Nummer 3 in der Pinakothek. Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch nie in der Pinakothek, wie nennt man das, die Goldfischkanone ganz bis ans Ziel gebracht. Also wird das spannend, wenn ich mal das so sagen darf. Aber ja, ich habe zumindest theoretisch angeschaut, wie das gehen würde. Ah, ein Sniper. Sniper getötet. Das war mein Hauptsecret. War ich jetzt gerade der Einzige, der bei dem Clash da unkillt hat? Was ist das? Okay. Das ist gut. Zu spät aktiviert. Hey, good kill, good kill. So, jetzt gehen wir 4W. Hopp, hopp, hopp. Ich spring gleich. Das ist schon wieder der Sniper. Ah, fuck. Das war gut. Das war gut vom Gegner. Was tut mein Team eigentlich die ganze Zeit? Ich bringe Leid um ohne Ende und nichts passiert nebenbei. Also wenn ich Leid umbringe, dann möchte ich, dass das Ding da weitergebracht wird, weil dann sind wir ja im Vorteil eigentlich. Also free. Wie viel Squids das wir haben. Sagen wir es mal so. Na, der kommt nicht weiter. Hey, da ist ein Gegner. Na!
Ich würde mich zurückziehen. Das hat nicht funktioniert. Zielkonzentrator? Ich weiß, dass ihr mir auf mit Tür oder was? Ich hab euch dort verfehlt. Okay. Wir haben die ersten Punkte. Yay! Was ist das? Ach Gott. Scheiß den Zucker. Unser ganzes Team ist gerade draufgegangen, oder? Bis auf die ganz Fuhren. Ich hoffe, der stört genug Leute. Er hat einen Umbruch gerade. Ich glaube die ganze Zeit, dass da einer ist. Das ist ein großes Problem. Wahrscheinlich kommt gleich einer vorbei und sprengt mich einfach. Okay. One for one. Und ich habe einen Sniper killed. Sniper töten, gefällt mir immer. mit dem Blaster, mit dem Fernblaster ist das sehr effektiv, Sniper töten. Finde ich. Oh fuck. Fuck. Ah, scheiße. Es hat nicht funktioniert. Was ich vorgehabt habe. Ich würde alle töten einfach und da oben stehen. Das hätte fast funktioniert. Naja, fast reicht halt nicht. Natürlich ballert er da drauf, weil er schon weiß, dass ich da stehe. Ich habe echt nichts getroffen. Echt nix. Mir fällt gerade auf, die Zeit geht gerade aus. Nicht gut. Und wir führen nicht. Wenn die Zeit ausgeht und wir führen nicht, dann ist das immer ein großes Problem. Oh Gott. Tja, Kämpfe gewinnt man, Kämpfe verliert man. Das ist einer, den wir verloren haben. Ja, passiert am besten. Man braucht nur ein schlechtes Team haben oder selbst schlecht spielen oder beides, dann geht es. Aber in dem Fall glaube ich, war ich sogar ganz okay. Also 10-8, das ist okay. Mein Team war halt nicht so rar. Naja, was soll's. Nächster Kampf, also einen soll es noch geben. Wir haben nämlich nie jetzt ein K.O. Finish gemacht und ja, das passiert hier und da, das weiß ich. 44 Punkte, das gefällt mir. 44 im Stufe 40 und schaut, dass ich sonst nicht irgendwo noch 4 habe. Ah doch, da, 504 Punkte brauche ich. Genau, was ich übrigens noch sagen wollte, Splatfest, das wäre ein bisschen schwierig zum Aufnehmen, da bin ich mir noch nicht sicher, was ich deswegen mache, vielleicht mache ich was anderes, vielleicht auch nicht, also jetzt diesen Sonntag und Montag natürlich, aber ja, ich werde mir da was überlegen, was ich da genau mache. Aber zuallererst Pinakoitik, zum zweiten Mal, ja zweiten Mal. Und der vierte Kampf, nice. Okay, wir haben einen Sniper dabei, der Gegner nicht. Okay. Sniper, ich erwarte Gutes von dir. Ich weiß, wie das geht normalerweise, Sniper. Ich tue das selbst recht gern. Okay, wir haben zwei gute Einführer in unserem Team. Hey, wir führen. 99 Punkte. Und der ist tot. Oh. Er hat nicht flüchten können. Wie schade. Okay, einfach weil ich es kann, wie es geschwind einführen. Ja, und jetzt kann ich nicht einmal weiter. Das ist problematisch. Ist da? Ich bin mir nicht sicher.
Ah. Ah, was ist das, ja, da? Ja, gut. Oh, nice kill. Wo möchte er lang? Aha. Ah! Ich hab nicht das schießen können. Schade. Ist das gefährlich? Ich weiß es nicht. Ich würde das Ding da drüben auf jeden Fall umbringen. Also den da. Oh, gekillt. Was tut der da? Was? Wie hat der mich gekillt? Ärgerlich. Hey, aber nur noch 29 Punkte. Diesmal was sehr Gutes. Weil, ja. Ups, die so nicht. Gehen wir da hinauf, weil es kann. Ich bin der König der Welt. Ist das der höchste Punkt? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, sichern wir mal die Basis ein bisschen. Zack. Und da. Spinzis. Ja, da ist ein Feind. Was tut der Feind da? Ah, hat Spar eingesetzt. Da bringst du ihn um. Komm schon. Ah, scheiße, da bringt ihn nicht um. Oh oh. Der Gegner hat es jetzt echt probiert. Okay. Ich ballert mal ein bisschen und hoffe aufs Beste. What the fuck? Jedes Mal wenn ich klingeln hier, was der mein Ultimate ist bereit, dann bin ich tot. Ich kann durchtragen. Echt durchtragen. Warum ist das so? Echt jedes Mal. Oh. Cool, er war ein Kill. Ich hab einen killed. Yay. Warum wird er weggeschoben? Das finde ich gerade nicht schön. Nope, war safe. What the fuck? Ja gut, mein Team pusht gerade. Soll ich mitpushen? Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich den töte. Tja, so einfach geht's. What the fuck? Ja, das ist ein Push. What? Wo? Was? Haftbombe. Ja, egal. Sie kriegen noch einmal die Kanone, wahrscheinlich. Ja, dann werden sie gleich mal getötet. Nein, warte noch. Ein Zurückbringer. Zurückbringer bringt nichts. Boom. Ich habe ihn, glaube ich, getötet. mit meiner Bombe. Die war gut platziert. Bin ich stolz. Okay, Sieg Nummer 3. Nur einmal verloren. Ja, darf ich zufrieden sein. Und ja, Fernblaster hat sich für diese beiden Maps eindeutig ausgezahlt. Also ich war, glaube ich, jedes Mal positiv. Hab 3 Kämpfe gewonnen. Und ja, dementsprechend ein paar Pünktchen dazu bekommen und ein bisschen Grund aufleveln, ihr wisst schon das Übliche. Und ja, ich würde damit sagen, ich bedanke mich bei euch damit fürs Zusehen.
Schluck auf, schlagt schon wieder zu. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielleicht Splatfest, vielleicht nicht. Auf jeden Fall findet es dieses Wochenende statt. Und fertig.